Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Neugedungen bzw. vom Schloss Hammerson. Hallo. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst. Wir waren nämlich mal zusammen auf Abenteuerreise, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja. Und da waren wir in so einer da waren wir irgendwo in, irgendwo im Sumpf oder wo das war, und da war so eine Schenke. Und da hat uns ein Mann etwas erzählt von einem Schloss, nämlich das Schloss Strobanow. Genau. Und da hat er mir so eine Geschichte erzählt, also es war eine sehr lange Geschichte, die kann ich jetzt gar nicht wiedergeben. Meinst du diese Geschichte? Die Geschichte meine ich, und der hat ja sogar noch hier auf dem Tisch mit seinem Messer, hat er ja sogar noch so einen Plan von genau. dem Ganzen eingeritzt und so. Ach, du hast den Tisch geklaut? Ich habe den Tisch geklaut. Der Wirt hat am nächsten Tag gefragt, wer den Tisch geklaut. Ja, du hast den verdammten Tisch geklaut. Ich brauchte den ja. Ach so. Und dann hast du den die ganzen Jahre lang über aufgehoben? Genau. Ach so. Um dir das jetzt mal nachzubauen hier. Das ist Wahnsinn. Ach, das war damals schon ein Ziel, weil ich das so toll fand. Ja, genau. Und erinnere dich, der hat uns ja erzählt von ganz vielen versteckten Schätzen und sowas. Ja, in ja, Schloss. Genau. Das und ja, ja, also ich habe schon auch was zum Entdecken hier mit eingebaut in das Ganze. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich noch an alles erinnern kann, aber das werde ich natürlich dann mal irgendwann mal probieren oder jetzt oder keine Ahnung. Mal gucken. Das hast du hast den Tisch geklaut. Ich habe den Tisch geklaut. Der war stinksauer, der Wirt. Ja, mein Gott, ich habe ihm ja 2, 3 Goldnuggets da gelassen. Also. Ja, ja, ja. So. Es war ein teurer Tisch, hat er gesagt. Das war ist auch Tisch. Egal. Und da ist nun das Hauptgebäude, auf das wir nun zugehen. Ja. Langsam, ganz langsam. Ganz langsam. Baut es sich auf und... Huch, was ist das? Dorfbewohner. Was? Wie? Oh Gott, ein Clown. Nein, das bin ja ich. Wie genial ist das denn? Das bin ja, doch ich. Der weiß doch noch, dass er da erzählt hat, dass der Strohbau noch was zu kompensieren hat und eine große Statue von sich dahingestellt hat. Und da dachte ich mir, das machen wir einfach mal auch. Das bin ja ich. In ganz, ganz groß. Groß gesehen zum Selbstbefüllen. Okay. Guckt euch das an. Da hinten steht sogar ein O drauf. Steht bei mir hin auch ein Druck. Was steht bei mir auf dem Rücken? Ne, bei dir steht, glaube ich, OZ drauf, aber das habe ich nicht hingekriegt. Ja, genau, passt nicht. Da war der Rücken zu klein. Ja, ja. Aber hinten mit den Haaren, das hast du sehr schön hingekriegt. Ne? Ja, der Haarensatz da hinten, ja, ja. Die nicht vorhanden. Ja, sehr schön. Total cool geworden. Guckt euch das an. Und da ist ja schon ein Geheimnis sozusagen. Das ist voll das gute Launemännchen. Das könnte ich mir sofort vorstellen. Irgendwie in so einer Welt, wo es von Block zu Block springen muss und sowas. Oder? Ich habe mich dann, nachdem er dann stand, also da habe ich mich am längsten vorgescheut, das Ding zu bauen, weil ich Angst hatte, dass es albern wird. Aber als er dann stand, habe ich mich jeden Tag drüber gefreut. Ja, total. Ist wie, ja, genau. Hervorragend. Danke, 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 mein Freund. Ja, dafür nicht. Ja, hier geht's, so kleiner Brunnen, den habe ich einfach nur, weil hier noch was hin musste, hingesetzt. Also der ist Eigenkreation, auch nicht jetzt was Tolles, aber geht. Schön, doch. Und das hier ist die Remise, also quasi der Stall für die Kutschen. Denn du hast natürlich hier einen eigenen Fuhrpark. Sehr klar. Genau. Natürlich habe ich einen eigenen Fuhrpark. Oh ja, und ganz viele Kutscher, wie es aussieht. Ja. Oh, hier, die Kutsche. Die ist ja klasse. Das einzige Problem ist, dass sie gerade... Das einzige Problem ist, die hat gerade keine Räder. Die ist aufgebockt und die siehst hier nur die Ratten haben. Ja. Weil das hat hier nicht reingepasst. Stimmt. Aufgebockt. Aber jetzt weiß ich auch, warum die Straße so breit ist. Genau, bei der Kutsche. Damit musst du da ja langkommen. Hui. Aber wenn man hier drin sitzt, passt das von den großen Verhältnissen. Geht, ne? Ist halt nur sehr breit und rustikal gebaut. Wie bei Minecraft das halt so gemacht wird, ne? Kann ja auch das Kutschendach drauf, da kannst du das Gepäck dann verladen. Genau. Ausgezeichnet. Oh, das war eine Kutsche, Freunde. Hui, die ist groß. Aber dann muss man ja schon haben, ne? So als Schlossbesitzer. Ja, du bist schließlich also Bürgermeister, Schlossbesitzer. Und ihr macht euch jetzt mal an die Arbeit. Putzt mal die verdammte Kutsche. Da habe ich so ein Modell Fassgarten nachgebaut. Das gehört natürlich auch überall hin. Ja, genau. Die darf nicht fehlen. Hm. Und hier noch so eine Bauern... Das ist nur so eine Heuwagen. So. Heuwagen, genau. Hm. Den man so selber durch die Gegend zieht wahrscheinlich auch. Ja, kann man. Ja, ausgezeichnet. So. Ja, und hier kannst du natürlich dann an diesen Griffen, kannst du die großen Tore dann aufziehen, damit die Kutschen rauskommen. Ja, genau. Ja, die großen Tore. Ja, genau. So. Hier noch ein bisschen schwer, weil die so neu sind, ne? Richtig, ja. Muss man ziemlich doll ziehen. Bisschen Öl dran. Brauchen wir manchmal auch die Axt. Achso, genau. Hier habe ich noch ein Gebäude, das hängt hier ja dran am Sägewerk. Das haben wir eben, glaube ich, ist auch egal. Das ist wirklich nur ein steinernes Wohnhaus. Ich dachte, das wäre jetzt die Schmiede bestimmt, ne? Genau, das hier ist das erste, was ich gebaut habe, die Schmiede, denn da war ja auch eine Schmiede auf diesem Gelände. Ja, genau, daran kann ich mich noch erinnern. Die hat da ziemlich genau beschrieben, die Schmiede. Weil er erzählt hat, dass er da mit seinen Freunden drin gewohnt hat oder sowas, ne? Genau, übernachtet hat. Genau.
Und das war so das Erste, was ich gebaut habe, so als, ja, auch ein bisschen für mich als Baulager oder genau. Brennöfen hier. Bietet sich ja an, genau, hast gleich Brennöfen da und alles. Achso, und hier, guck mal, du hast auch immer so viel Eisennot, also... Oh ja, sehr gut. Ach, das ist auch meins, oder was? Das gehört alles dir, natürlich. Oh, hervorragend. Dann nehme ich mir gleich mal ein Stack von mit. Und weil Kohle ist immer Kohle ist hier hinten reichlich, also es ist wirklich von allem da. Von allem da. Das, der Rest bleibt natürlich hier dann, ne? Wenn wir hier dann irgendwelche Sachen machen oder so. Genau. Wo habe ich denn die Brote her? Ich glaube, die hat irgendein Dorfbewohner mir zugeschmissen. Bestimmt, bestimmt. Ja, die sind immer sehr nett. Die freuen sich, dass du wieder da bist und schmeißen ja. dir Brote zu. Yay. Achso, und genau, die Heldengruppe hat damals ja hier oben gewohnt. Genau, die hat oben drin geschlafen. Das hat der Mann uns erzählt. Und irgendwelche garstige Suppe gekocht oder so? Ja, Suppe. Irgendwas von Suppe war da. Genau, hier sind so kleine Gästezimmer. Oh, das ist sehr schön hier. Das ist wirklich ja. nur so ein ne, rustikal gebautes Ding. Ja, aber. Oh. Ja, sehr rustikal. Die guckt sogar noch Hoppla. In... das war ich eben. Also, alles gut. Ich pack das mal beiseite, nicht, dass ich hier unkontrolliert noch Stämme setze. Ja, schön. Genau, genauso hätte ich mir das auch vorgestellt. Aber du hattest ja nur diesen Grundriss. Du musstest also auch sehr viel improvisieren, ne? Also du musstest sehr viel so... Ja, natürlich. Er hat ja auch so ein Bild gezeichnet vom Schloss und das sah wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie das hier. Aber das Problem ist natürlich, dass bei unserer Umsetzung mit einem Block gleich einem Meter ja. manches doch nicht so umsetzbar ist, ja. wie er das beschrieben hat. Ja, genau, aber stimmt. Ich denke trotzdem, dass es ganz gut drankommt. Ja. So, ja, wollen wir rein oder? Ich bin Lass schon ganz reingehen. Aufgeregt. Ja, okay. Mach mal deine Schüssel, deine Generalschüssel. Schüssel habe ich hier, Generalschüssel. Musst ja auch aufschüsseln. Ja, genau. Moment. Schloss Hammerson Zeron Stomme. Das bin ich. Das meinst du? Schlüssel alles deins. Passt. Sehr schön. Oh. Yeah, genau. So hat er das beschrieben. Man kommt rein und kommt erstmal in so eine Halle und da oben hing ein Bild. Daran kann genau. ich mich noch erinnern. Das große Bild, ne? Das große Bild und überhaupt Bilder viele. Genau. Ach, ist total cool. Schön. Mit dem Treppenhaus hier auch sehr, sehr gelungen. Hier kann man dann nach hinten rausgehen, hier müsste dann der Garten sein, aber... Genau, da geht's dann in den Garten raus. Ja, lass uns gleich mal gucken. Achso, okay, muss ich auch aufschließen. Und, oh, Wahnsinn, der Garten und das Pavillon da hinten. Ja, genau, das ist ein Pavillon. Ein Pavillon und irgendwo muss auch ein Friedhof sein, habe ich noch so in Erinnerung. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was ich nicht gebaut habe, weil ich wollte hier nicht irgendwie... Ein Friedhof wollte ich mir nicht bauen. Nee. Friedhöfe verschenkt man nicht, habe ich auch Nein, mal gehört. Genau. Aber wenn du hier mal rüber guckst, dann siehst du schon da hinten, da Moment. So ein... Warte, Moment. Ach, wie war nochmal Zoom? Ach, Mausrad, ne? Oder nee? Nee, C. Ah ja, 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 ich weiß jetzt wieder. Was ist das? Ein Schwert, ne? Genau. Und das steht natürlich... ein Schwert im Boden. Und zwar in der Mitte von etwas, was, na? Du hast sowas neulich auch gebaut. Labyrinth. Nur aus Eis. Genau, da war ein Labyrinth, da war ein Labyrinth. Da war ein Irrgarten und der ist natürlich auch da. Wollen wir da gleich erstmal hin oder nachher? Ah, lass uns das später machen. Später lass uns machen, genau, okay. Da ist das Schloss. Boah, Wahnsinn. Ich habe ein Schloss. Und nicht nur so ein billiges Türschloss, ein richtiges Schloss. Ein richtig großes. Mit Kronleuchtern. So, und jetzt lass mich mal überlegen. Wo wir links gegangen sind, da war das Waffenzimmer. Nee, das war... Rechts? Ich hab's nämlich auch immer links gedacht, aber es war rechts. Es war rechts, okay. Wir gehen ja auch immer erst nach rechts. Genau, das Trophäenzimmer. Das Trophäenzimmer, genau. Mit dem Schwert vom Schwertkönig. Klinge des Schwertkönigs, genau. Von, wie nannte er ihn? Reiteri Conchobert. Genau. Drachenodem. Dann guck dir mal ruhig alle Sachen genau an. Also... Klinge des Schwertkönigs, Drachenodem. Die Glücksaxt. Weil Spitzhacke, Axt, weißt schon, ne? Ja, okay. Ja, weil ich das immer verwechsel, ne? Ja. Und es wird dunkel. Tolle Rüstung, es wird dunkel. Wo schlafen wir jetzt? Lass uns mal kurz hier auf dem Flur schnell die Betten hinstellen. Ja, gut. Moment. Schnell schlafen. Oh, wie cool. Ich habe einen eigenen Rüstungsraum. Voll aufgeräumt und so. Mit ganz tollen Sachen an der Wand. Und ich habe ein pinkes Bett. Das hätte ich gerne. Lila. Moment. Nee, das ist meine Farbe. Bitte. Danke. Schützt ja auch vor Schwangerschaft, ne? Ja? Ja, sagt man so. Was ist das hier? Kann ich ja nicht mehr schwanger werden. Was ist denn das da? Ein Wappen oder? Achso, das ist einfach nur ein Schild. Ach, so sieht das dann aus. Okay, ist ja witzig. Drachenzahn. Das ist mein altes Schwert. Hier ist ein Sattel. Vom Schweinsattel. Von? Von M. Hufmacher.
Ah ja, alles klar. Alles klar, sehr geil. Ach ja, der Arme. Und hier ist ein Tod in der Unsterblichkeit und das ist eine Karte. Das ist einfach nur eine leere Karte, genau. Ah, ja, okay. Aber es passt hier schön hinten. Hier dein, genau. Dein erster Goldtaler natürlich. Mein erster Goldtaler, ja, ja, das war noch Zeiten. DE für 3 Elmland natürlich, klar. Und guck mal, wen ich hier gefunden habe. Findet Nemo. Ich habe Nemo gefunden. Ja. Er ist tot. Ja, leider. Ein bisschen, ja, liebe trocken. Kinder, wir haben Nemo gefunden, er ist tot. Er ist leider tot. Nangelkiste, sehr geil. Und hier Bögen, also alles, das ist so beim Angeln. Total viele, ja. Magische Bögen. Magische Bögen, die elfischen magischen Bögen, die ganzen Schrottbögen. Ja, also hier natürlich schon sehr kaputt sind. Alles was so, ne, emeraldisches Bild und hier ja. Ein Abenteuerbild und, ja, und ja. Da noch eins und hier Mojang, also. Ja, okay. Dein Trophäenzimmer halt. Mein Trophäenzimmer. Ich habe mein eigenes Trophäenzimmer. Wie geil. Und von da aus? Jetzt habe ich mich schon wieder verirrt. Hier geht's weiter. Von da aus geht's ging in den Speisesaal. Nee. Nee? Der ist auf der anderen Seite. Tanzsaal. Also ich bin genau verkehrt. Ah, der Tanzsaal hier, der Festsaal, ne? Genau. Da war hier nämlich der Festsaal und hier waren die Gästezimmer. Richtig. Das weiß ich noch. Eine ordentliche Stereoanlage hast du hier natürlich. Also auch. Wie schon gesagt, Freunde, ich mache das jetzt alles nur aus Erinnerung raus. Das ist schon sehr lange her, dass dieser Mann uns die Geschichte erzählt hat. Aber hier war ein Gästezimmer auf jeden Fall. Genau. Ja, alle mit dem Nötigsten eingerichtet natürlich, ja. Aber. Naja, klar. Gästezimmer halt, ne? Genau. Bibel unterm Bett, das war's. Also die Mojang-Bauguide unterm Bett. Der wichtigste Raum ist natürlich ganz hinten rechts. Das Klo. Genau. Ja, genau. Der Abort. Ist aber kein Wasser drin, oder? Ja, das kann man noch reinkippen. Noch nicht. Noch nicht. Ja, genau. Es spritzt immer so. Ja, ist richtig. Ja, Mensch. Und Musik gibt's hier auch? Ja. Gerade keine Platte da. Nee, hier sind sie doch drin in den. Ah ja, in den Bilderraum, genau. Ja. Juhu! Das gute alte Cat. Blim, 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 blim. Ich mach's mal wieder runter. Ja, danke. Das gute alte Cat, ja. Ja, okay. Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war jetzt der rechte Flügel. Das war der rechte Flügel. Genau. Und ja, dann müsste im linken Flügel müsste wahrscheinlich dann die Speise, also der Speisesaal sein. Genau, erstmal war da ja so ein kleiner Empfangsraum. Genau. Wo du deine Gäste abstellen konntest. Ja, genau, dieser Abstellraum für Gäste. Sehr, sehr praktisch. Die können hier sehr, sehr lange sitzen und die Bilder angucken. Und auf dich warten. Und können, wenn die hier dann sitzen, dann gucken sie so zum Yang rüber und kriegen schon mal Angst. Genau, das ist sehr einschüchternd. Und hier und ist dann der Speisesaal. Ja, wobei, das ist genau das Problem mit den Größen. Mit der Größe, ne? Den habe ich natürlich überhaupt in Längen nicht so hingekriegt, wie er beschrieben wurde von dem Mann, ja. Aber ich sag mal, für dich und ein paar Gäste reicht es ja völlig aus. Aber es geht hier auch zur Küche runter. Es geht zur Küche runter, genau. Das war ja in der Erzählung genauso. Es ging zur Küche runter. Und wie lange haben wir nach dem Schloss Stromanow gesucht und es nie gefunden? Und jetzt habe ich von... Jetzt habe ich es hier. Wenn wir nicht zum Schloss kommen, kommt das Schloss eben zu uns. Genau, ne? Wenn das Abenteuer nicht zu einem kommt, dann kommen wir umgekehrt. Okay. Hier war nämlich die Küche und hier war ein großer Schlachttisch. Das ist alles genauso wie in der Erzählung. Hier ein großes Fass Bier. Ne, das darf ja nicht fehlen. Und hier geht's noch tiefer runter. Ja, also ein bisschen Vorratskeller noch. Ja, genau. Mal kurz gucken. Also da sind schon zubereitete Speisen kühl gehalten und hier so ein bisschen Meterwarzen. Ja, Meterwarzen. Was man so braucht. Genau. Ausgezeichnet. Eis. Was macht ihr beiden hier? Wer denn? Dorfbewohner? Ja, die, die arbeiten hier, schätze ich mal. Ja, stehen hier in der Ecke und plauschen. Ja. Euer Herr ist da. Los, tafelt auf. Seid gegrüßt, ihr Dorfbewohner von Schloss Stromanow, ihr Bediensteten. Bedienstete? Ich habe Bedienstete. Du hast Bedienstete. Wenn ich das Elsa erzähle, die dreht durch. Die zieht sofort hierher. Das glaube ich auch, ja. Das hier ist der Speiseraum für die Bediensteten. Ne? Die hatten ja hier unten so einen eigenen kleinen Speisesaal. Und hier so einen kleinen Versammlungsraum. Genau. Und war hier nicht irgendwas unterm Teppich oder wo war das? Ja, musst du mal gucken, ob da was war. Nö. Ja, vielleicht doch, wenn du genauer guckst. Wahrscheinlich... Ja, der letzte Block, den ich abbaue. Natürlich, natürlich. Natürlich. Ja, hier war ich, glaube ich, schon eins so weit gebaut. Ist auch noch ne? Was? Nö. Ja, passt genau. Ich habe auch noch welche über. Ah ja, klar. Ein. Natürlich. Genau, denn hier ging es dann runter. Na dann, guck.
Oh wei. Das war aber nicht nett, was er uns erzählt hat, das weißt du, ne? Nee, da war doch noch alles, das war doch relativ harmlos, glaube ich. Stimmt. Ja, stimmt. Ach ja, und hier ging es dann... Hier kam man dann raus unter dem... Hier ist so ein geheimer Raum. Oh, Gold. Hier ist gar nichts. Nein, gar nichts. Da Kunst und nur ein paar Gold. Gemälde und ein paar kleine Goldbarren. Okay, wir können wieder gehen. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Unter der Treppe. Was waren da? Nur eine Fackel wahrscheinlich. Ja, ja, nur eine Fackel. Ah ja, genau. Die geheime Schatzkammer. Die wir sofort wieder vergessen. Zack. Genau. Ja, hier drüben... Ihr habt nichts gesehen. Ich schneide das hinterher sowieso raus. Hier drüben sind die Wohnräume für deinen Schlossverwalter. Ja. Und da kann natürlich noch Name drüber. Also da kannst du natürlich noch wen einsetzen, der das machen ja, soll. Ja, ein Schlossverwalter, genau. Mhm. Ja, Mensch. Wenn ich mal in Rente gehe, dann kann ich echt hierher. Weil hier habe ich alles, was ich brauche. Komplett, ja. Ich habe schon drauf gedacht, wenn ich in Rente gehe oder wenn ich einfach mal ausspannen will und mal so von gar nichts irgendwas wissen und hören will, mal so Urlaub machen sozusagen, dann kann ich das genau hier machen. Ja, so ist es gedacht. Hervorragend. Ein Urlaubsdomizil, eine Sommerresidenz. Hier kommen wir in die Waschküche, hier ist ein... Mhm. Achso, dein... Ja, ich habe mir das Schnitt nur kurz angeguckt, ja. Hier kommen in die Waschküche, hier ist ein großer Badezug. Oh ja, und hier hängen Wäschelein, genau. Und Handtücher. Hervorragend. Oh. Und Badezuber. Ja, baden ist mal, ja, war es echt mal nötig, ja, auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Oh, ich bin, glaube ich, gegen die Wäscheleine gesprungen. Ja, das passiert ja öfter. Klo, können die den ganzen Tag machen, okay. Das, also hier ist zum Wäschewaschen. Ja, die Waschtisch. Die Waschwanne. Wäschewaschwanne. Wäschewaschwanne. Ja, und hier sind wir dann schon im Kellerbereich mit Lagerkisten. Genau, hier sind die ganzen, ja, Knochen gelagert und sowas. Oh. Das ist die Wohnung von der Chefköchin und da hatte sich die Gabi gemeldet und meinte, dass sie eine sehr gute Köchin sei und hat sich deswegen auf den Posten beworben und auch den Zuschlag bekommen. Ja, sehr gut. Gabi, da freue ich mich doch, Mensch, wenn du das machst. Chefköchin, Meisterköchin, Gabi beim Main. Ja, ausgezeichnet. Ja. Ne, hier kannst du dann in den Garten auch hochkommen und hier sind so Werkzeugkisten und sowas. In meinen Garten, ich habe einen riesengroßen Garten, guck mal, Leute. Und hier unter, genau, das ist nämlich hier mein Garten. Total gut, da haben wir vorhin oben drauf gestanden. Mhm. Ja, können wir jetzt eigentlich auch hier rausgehen oder gibt es hier unten noch was? Ne, wir sind ja oben noch nicht fertig, ne? Wir sind oben noch gar nicht fertig, ne. Wir müssen ja sozusagen wieder hoch, in den Speisesaal zurück. Also du kennst dich ja hier aus. Richtig, hier unten hier sind nur die Dienerkammern. Dienerkammern, genau. Das sind auch jeweils nur schlicht eingerichtete Kammern mit Betten. Ja. Und natürlich auch hier ein nicht zu vergessener Abort. Darf niemals fehlen, der Abort darf niemals fehlen. Der ist auch auf. Ah, deswegen mufft das hier so. Ja, ein bisschen, ja, hat jemand offen gelassen. Ich weiß nicht, wer es war. Zis. Aber ich werde es herausfinden. Der kriegt dann keinen Nachtisch 3 Tage, so. Oh. Ja, ich weiß, ich bin da sehr hart. Das musst du aber auch, wenn du Bedienstete hast. Ne? Es ist auch ein sehr guter Nachtisch, der hier serviert wird. Ja. Botsch. Oh. Gezuckert, da? Ich habe auch total Hunger. Also, ich habe auch was zu essen dabei. So, okay, ein bisschen Hunger lasse ich mir. Immer so eine kleine Lücke lassen im Magen, dass wenn es nochmal was Leckeres gibt, dann kann man da nochmal nachfassen. Okay. So, und hier sind wir jetzt wieder aus der Küche. Im Speisesaal. Und danach kam da schon das Lesezimmer? Ja, die Bibliothek, genau. Genau. Bibliothek, steht ja auch dran. Ha, steht auch dran. Einfach die Bibliothek. Das genau so habe ich mir das vorgestellt, nämlich mit so einem Obergang, dass man hier oben noch lang gehen kann. Ne? Hier überall hohe Bücherregale. Da hast du ganz schön Bücher gebaut, also Bücherregale gebaut. Oh ja, fragen wir nicht, wie viele Kühe das gekostet hat. Ja, das glaube ich, die haben Kühe, aber so dafür müssen sie halt sterben, für Leder. Ja, und in diese Buchspender kannst du auch mal reingucken jeweils. Also. Ja, und hier hat es dann auch so einen Kampf gegeben, glaube ich, in der Geschichte von ihm, ne? Ja, ja, genau. Oh, hier sind sogar verzauberte Bücher. In all diesen Bücherspendern, also ganz viele. Ja. Ausgezeichnet. Ich kenne da eine gewisse Else, die voll auf diesen... Ja, das habe ich ja. Die gewisse Else, ne? Ja. Die würde hier total durchdrehen. Die würde überhaupt nicht mehr rausgehen, wahrscheinlich. Mhm. Sehr gute Bücher auch. Ne? Teilweise? Ja. Habe ich alle noch nicht gelesen. Ich glaube, man hat ja keine Zeit als Bürgermeister, ne, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Das ist unmöglich. Eben, aber hier habe ich jetzt eine eigene Bibliothek und dann kann ich, wenn ich mich hier hinsetze, einfach mal ein Buch lesen. Ne? Und es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Ja, und ich glaube, die Folge ist auch schon fast wieder rum. Ja, die Folge ist schon fast wieder rum. Wir haben ja noch lange nicht alles gezeigt und deshalb müssen wir noch eine Folge machen. Ja. Juhu. Ihr freut euch, wir freuen uns und ich würde sagen, wir schlafen mal kurz. Moment. Bett, da ist es. Geht schon.
Und ja, wir schlafen und dann verabschieden wir uns und dann geht's morgen weiter. Es gibt also noch eine Folge von Burg Hammerson, dieses Megaprojekt vom Zordern, das riesengroße Geschenk für mich, wo ich mich total darüber freue. Und ich sage aber für heute erstmal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Qual, euer Opa Zeron und Zordern. Genau, tschüss. Tschüss.